Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape from Tarkov to the Heute wieder auf der Streets of Tarkov Map. Ach guck mal, wo sind wir denn hier gelandet? Oh ja, das war mein Favorite. Was Scavs angeht. Los geht's! Wo seid ihr? Wo sind die Gegner? Ab geht die wilde Fahrt! Umstellen auf Full Auto und. Das ist nicht so hell hier, das ist ja völlig ungewohnt. Ich habe natürlich absolut keine Ahnung, wo ich bin. Gucken wir mal kurz raus. Da ist Kaka-Viviland. Die sind doch diese kleinen Stores. Ja. Also wir spielen zu sechs, haben die Kedre. Wunderbare Waffe. Jetzt ist die Frage, wo ist hier was gespawnt? Ist halt immer so die Frage. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute mein Ziel ist es, länger zu leben als eine Minute. Wir werden schauen, ob ich das hinbekomme. Ach, guck mal, ich weiß sogar, welchen Spawn ich habe. Hier weiter geradeaus ist Klimov Street, beziehungsweise halt Pinewood Hotel. Das ist doch schon wieder Schmu, ey. Wieso lädt das? Ich will nicht, dass es lädt. Ich bin noch am Laden, die anderen sind schon am Spielen. Auch schön. Aber dafür habe ich eine Überraschung dabei. Weil davon haben wir eine ganze Menge, wie wir wissen, da hinten in der Tiefgarage. Da war letztes Mal aber auch schon so Krieg. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier könnten welche drin spawnen. Könnte man hier rum rein? Ja, man kann aber hier rum auf die andere Seite. Komm schon, Baby. Wir müssen heute gut sein. Immerhin bin ich hier nicht eingesperrt worden in einem Fenster. Das wäre problematisch, aber hier ist gar nichts. Nun gut, die Waffe ist auf Full Auto. Ne, auf Single Fire möchte ich sie aber haben. Aber das Ding ist scheißegal mit dem Looten. Wir behalten das alles eh nicht. Auf jeden Fall irgendwas mega cooles drin. Da guck mal. Ne, das würde leider einfach nur zu viel Gewicht hätte ich dadurch. Ab geht's. Ich will jetzt bei Kawaii rein, aber das geht nicht. Die Waffe ist schrecklich. Aber Peter hat gesagt, Scav umnieten. Und dann lügt der Hase. Ist schon witzig, oder? Habe ich hier Soundfehler? Ich denke, geht der da weg von. Schon ein Stück, ne? Kann man sich schon gut reinkämpfen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Sea River. Underpass, okay. Natürlich. Hey, keine Sorge. Die geilen Sachen, die findest du, wenn du in einem fucking Dingens Raid bist, wo kein anderer dabei ist. Mega gut. Guck mal, Propangastank. Allgemein, geiler Kram, wie man hier looten. Alter. Okay, mal gucken, ob jemand hier unten ist. Kai, Alter, was? Dass man hier auch nirgendwo rein kann. Digga, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Petrov Wodkin. Dann gehe ich jetzt in die Mitte der Map. Hier ist ja nix. Ach du Scheiße. Das war schlecht.
Sehr gut. Ich die haben? Ja, komm. Moment. Also ich habe was sprechen hören. War das da oder da? Ja, moin. Ich konnte die Richtung jetzt nicht ganz ausmachen. Vierer. Alter. Holy shit, habe ich mich erschrocken. Holy shit. Alter Falter. Hey, da ist eine Vierer-Rüstung drin, aber wir haben halt... Na klar. Ich hol mir die Vierer-Rüstung. Ja, da oben... habe ich doch die Bankrobber. Die Lootpool ist. Jetzt aber, Awaiting Session Start. Ah, 3 Minuten später als alle anderen. Gar kein Problem. Kann gar kein Problem sein. Ich dachte, ich hätte links von mir aus Steps gehört. Willst du schnell pushen? Nach oben. Weg. Hinlegen. Sie hätte mir wieder den Arm gekillt, Alter. Ey, ich sehe diese Karte und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber da ist Norden. Norden, stets nach Norden. Kommt man hier durch? Nee, kommt man hier rüber? Nee. Granate! Das ist ein Witz, oder? Verpetzen. Heißt, ich gehe jetzt rechts. Es kann leider richtig gut sein, dass ich mich hart vertue, aber ich glaube, rechts ist richtig. Dass ich laufe auch nicht. Ja, ich gehe ganz gechillt. Haben wir alle Zeit der Welt. Alter, wie heißt das, um die Waffe rum ist? Sehr sick. Nice one. Will die Waffe von ihm haben. Ich mache übrigens gerade wieder Lagmeter. Weil es nicht aufgefallen ist. Wo ist denn deinem Osten Feierabend? Oder hat das hier anders engaged? Das war doch ein Flash, oder? Ich habe was mitgebracht. Ich werde es nicht looten. Ist ein bisschen auch mehr für die anderen. Ich hab so eine geile Leuchtfackel mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob im Offline-Games Airdrops kommen können. Aber ich würde einfach mal sagen, wir tryen das mal. Einfach so für die anderen. Have fun. Können die anderen looten. Ist mein Geschenk für sie. Das ist ein Problem. W-
Vernyaya Sadovaya. Geht euch auf jeden Fall ein Scav von der Straße aus, sehr wahrscheinlich. Geh mal eins höher, um durchs Fenster gucken zu können. So, und da hole ich mir jetzt den Scav, wenn ich es mit meiner kleinen Uzi schaffe, versteht sich. Naja, und den Scav auch sehen würde. Ach, da ist er. Ja, denke ich auch. Oh, ganz viel Hass auf diese Waffe, die ich habe. Komm mal wieder. Hervor, Bruder. Hier ist doch immer irgendwie. Scabby Boy haben wir auf jeden Fall hier. Mit der Shotgun da an, der Ficker. Holy shit, das war nicht schlecht, ey. Mir ging's aber auch nicht gut. Boah, hat der mich umgerotzt mit der Shotgun. Natürlich wieder fucking Jay. Ah, das habe ich schon im Spielstil gesehen. Das war einer von den Leuten, die Ahnung haben. Fuck. Ah, belastend. Ah, hoffentlich geht's ihm auch nicht gut. Könnt aber jetzt auch engagen, oder? Haben wir erschrocken. Okay, Spieler haben wir. Ich habe meine Heilung weggeworfen. Das ist schlecht. Oh, Peter. Ein Beileid. Na, wo bist du, Sau? Ich gehört. Oder bist du oben? Nee. So, wer? Da redet mich. Oh, da ist einer. Nur die Frage, bist du oben oder unten? Na komm. Drei Stück schon. Also, du bist oben. Das ist schlecht. Okay, du bist doch nicht oben. Hallihallo. Hallo, bist du oben oder unten? Scheinbar doch unten. Hallihallo. Hallo, bist du oben oder unten? Was ist das für eine Runde gewesen?
haben. Weißt du was? Gar nicht so wichtig. Ist, gar nicht so wichtig. Wieso sehe ich niemanden? Fuck me, Boah, Streets ist so groß, wenn man da immer wieder drüber nachdenkt. Dann biegen wir noch kurz hier links ab. Ja, toll, jetzt habe ich, also gut, dass ich Martin gemacht habe, ja. Aber eine bessere Waffe habe ich jetzt nicht. Die Magazine nehme ich aber mal mit. Das AFAG auch. Oh, und die Granaten. Martin hat Granaten. Sagt er einfach Hallihallo, ey, also bitte. Was ist das denn für ein PST? Das ist doch das Falten, 9x19? Ich hoffe, der ist über mir, der die ganze Zeit irgendeinen Scheiß labert. Aber da gehen doch nur 30 Schuss rein, da muss doch mal voll sein, also. So. Okay, erstmal ordnen. Erstmal ordnen. Jetzt habe ich das einmal benutzt und jetzt ist das schon wieder ausgegangen. Scheiße. Ich muss meine Dingens wieder zurückholen, mein AFAG. Erstmal hier nachordnen. Hä, wieso hat denn der immer noch so am Rumweilen? Sehr gut. Den haben wir gemacht. Dann war schnell einfach weggerotzt. Das war gut, das war gut. Ich bin viel zu sehr bin super angespannt. Da bist du. Scheiße, was hat er jetzt gesagt? Voll. Was hat er denn? Jetzt weiß ich, wo ich noch eine neue Rüstung herholen kann. KMS ist aber auch nicht schlecht wieder. Aber ganz ehrlich, gerade so bei mir so, wo ich mir denke. Wo ich mir denke, überleben wäre geil. Halt's Maul. Ja, ja, ich weiß, wir versuchen. So, das hat's nicht geholfen. Hilft das? Nein! Auf zu heilen! Ich steck fest! What the fuck? Ja, ich weiß! Ich seh's! Blute immer noch aus! Dafür ist er tot! Fick mein Leben hart, Alter! Was war das denn gerade? Holy shit! Jaha, ich weiß! Ich blute mit dir! Wir bluten gerade alle aus! Du für mich? Nichts, was mich interessieren könnte. So, alles nachgeladen. Ja, moin. Mega-Visier. Aber immerhin haben wir eins. Ja, ich würde wieder Richtung Norden gehen. Das wegwerfen, ne? Das ist ein Witz. Alter. Was habe ich denn euch heute getan?
Sehr gut. Mal noch einer. Вон он, вон он, блядь, ебаш его! Wie krass will ich im Arsch sein? Ja. Komm, komm, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Was ist eigentlich so ein Kaiserzeuger? Heil dich. Oh Gott. Ich war nicht gemeint. Okay. Weiter heilen, weiter heilen. Bist du nicht mehr röchelst, Bruder? Bist du nicht mehr röchelst? Du wirst nicht aufhören zu röcheln. Na, okay, pass auf. Schmeiß mal eine Schmerztablette ein. Oh, das ist mir viel zu nah. Ja, trink ein bisschen was. Irgendwo? Wo war der? Da. Ach, weg, dieser. Also haben wir weggemacht, sehr gut. Und das. Nochmal loaden. Nachladen? Was zum Geist ist denn hier gewesen? Hier ist ja ein echter Schweinekopf. Oh mein Gott. So, hier sind doch bestimmt Skeffs, oder? Nee. Hier ist halt irgendwo wer noch. Rothaf. Ist das wieder ja alles stressig, ey. Die Waffe ist komplett im Arsch. Ich glaube, ich will eigentlich nur extracten noch, ey. Oh. Ja, Zucker, du dich auch. Stirb doch einfach. Dankeschön. Alter, diese Waffe, die ich hier habe, ne? Belastend ist die. Hier, die. Die möchte ich haben. Hier, wirf die scheiß Shotgun wieder raus. Zack. Die will ich. Waffe wechseln. Bastardo. Autsch. Den noch schnell. Okay. Jetzt müssen wir nachladen. Okay, wieder ab nach oben. Oh mein Gott. Nein, ich habe mich nicht vor der Leiche erschrocken, die ich schon angeschossen hatte. Nein. Auf gar keinen Fall. Sowas würde mir doch nie passieren. Oh mein Gott. Was ist denn alles schlecht? Boah, ist das alles schlecht gewesen, ey. Mein Gott. Ah, stark geschossen von Jules. Boah, war das alles schlecht. Ich hatte doch gar kein Leben mehr. Meine Fresse, was eine Runde. Habt ihr das gehört? War jemand. Das geht nicht mir. Perfekt. Hola. Hier kommt jetzt das Concordia und dann danach die Evacuation Zone. Drücken wir mir die Daumen.
Okay. Ist tot. Schnell mal hinwerfen. Den habe ich nur bekommen. Ah, einen guten Jay. Ja, sorry, Jay. Aber wenn ich hier rechts dran bleibe, was ist denn das für eine rote Linie da eigentlich? Oh Mann, Digga. Da steht immer mit Warning. Ey, vielleicht will ich da doch nicht hin. Underpass. Wo ist er hin? Mit Granata. Okay. Da kommt noch mehr. Ich blute. Wann sind die Waffen genau? Ich kann einfach nicht schießen in diesem Spiel. Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Da ist jemand. Und tot. So, kann ich hier rum? Ehrlicherweise war ich hier noch nicht. Ne, sieht nicht danach aus. Ich muss außen rumgehen. Okay. Kein Plan. Irgendwas wollte ich schon gemacht haben. Ich habe es leider vergessen. Ah, ich wollte die Waffe von Jay haben. Dabei, dabei, dabei. Weil fuck, ich hab jetzt bei der. Irgendwo direkt rechts jetzt hier, ne? Ah, da. Down. Alter, können wir mal so viele Scavs hier jetzt spawnen, bitte? Links neben mir war auch irgendwas, das habe ich auch gehört. Gar nicht. Das habe ich rechts gehört. Sehr gut. Danke, was hast du? SKS. Wenn ich gerade keinen Plan habe, ob ich auch wieder rauskomme, da wo ich gerade lang gehe. Ich habe auf jeden Fall eine Subtest completed und dem Affen einen Headshot gegeben. Fühlt sich gut an. Ich habe eigentlich Munition mitgenommen. Ich habe Munition mitgenommen. Perfekt. So, wie viel ist hier noch drin? About half. Okay. Hat das Gebäude vielleicht sogar? Okay. Oh. Oh, oh. Ich dachte jetzt, das wäre einer von den Jungs. Klang nämlich so. Laden wir einmal nach. Alter. Ja, ja. Stirb doch! Stirb! Alter! Was ist das für ein Scaff? Dankeschön! Holy shit, Mann! War das irgendwie der Supermann der Scaffs oder was? Wie viel der gefressen hat jetzt gerade? Kann nicht wahr sein, jetzt verblute ich schon wieder! Über mir ist noch einer. Links ist noch einer. Ungefähr die Hälfte. Du bist drinnen, oder? Ah!
Okay, du bist auch tot. Cool. Können mich jetzt alle in Ruhe lassen? Ich möchte einfach nur zu diesem Extract gehen, ohne dass mir irgendwer versucht, den Rücken zu schießen. Hier. So, und raus. Geh doch raus. Bitte geh raus. Bitte geh raus. Nein, come on, Alter. Das darf nicht dein Ernst sein. Als könnte man hier nicht raus. Hier. Kann ich hier raus? Ach komm. Spiel. Wirklich nicht. Ah. Oh, 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 oh. Komm. Heilen, 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 heilen. Trinken habe ich nicht mehr. Unangenehm. Komm, hauen wir nochmal. Nein! Nicht Energie nehmen, nicht Energie nehmen. Ja, und jetzt vermute ich wieder. Danke. Wow, Digga. Nicht den. Ich hab nicht mal eine Ahnung, wo der hin ist. So, was hast du für eine Waffe, Bruder? Nee, die... Da war er. So. Okay, hat eine AKM. Die war leer. Du kommst raus. Du kommst rein. Die war die... Achso, die war ja nicht. Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer hat auf mich drauf geschossen? Weiß ich nicht. Also gehen wir rüber. Cyberscape? Kann sein. Gibt's den hier? Bestimmt. Ah, noch 10 Minuten. Also alles ganz easy. So. Irgendwo, hier noch irgendwo einer. Ja, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Ich weiß, ich könnte jetzt die Punkte auf jeden Fall mitnehmen, aber ey, komm schon. Also. So ein, zwei Scavs rennen da bestimmt noch hier rum. Der hier gewesen ist, ist der hier links rüber gelaufen? Den hat's zerlegt. Ganz wichtig. War das jetzt der, der gerade hier reingelatscht ist? Oh, hier kann man gar nicht durch. Guck mal, dich habe ich auch umgebracht, du Ficker. Entschuldigung. Wir haben gerade das Spiel. Das macht was mit mir. Ich bin immer so richtig krass. So. Man merkt einfach, wie sehr es an den Nerven zieht. Wie komme ich hier raus jetzt? Ich muss schnell die Map checken, weil... Map, wo bist du? Da bin ich jetzt. Ja, da wollte... Links clear, geradeaus clear, rechts clear. Okay. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Dann habe ich mich, glaube ich, eh vertan. Aber habe ich eben gerade gar nicht auf das auf den X-Track geguckt, glaube ich. Ich habe dich gesehen. Gesehen. Fuck me, Alter. Hat er mich erwischt mit der Granate? Oh, das war stark, Christian. Ich glaube, das war... Granate! Was? Die Granate ist nicht von mir.
Und wo? Lol, Sniper? Der Sniper-Skiff hat mich. Das ist nicht gut. Muss hier weg. Ich glaube, also der Sniper-Skiff hat auf mich geschossen. Ich gehe raus. Feige abgehauen, aber überlebt. Komm, 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 komm. Wir haben es fast geschafft. Das erste Tag auf Turnier, in dem ich nicht in der ersten Minute sterbe, in dem ich sogar ein paar Kills habe. Komm schon, komm. Yes! Yes! 3, 2, 1. Yes! Evakuiert! Aus der Scheiße! Boah! Ja, willkommen zurück. Hallöchen. Das war eine insane krasse Runde. Die war intens. Das war eine. Oh, ey, die Paranoia hat teilweise so hart gekickt. Ich hatte schon lange nicht mehr einen Puls von 200, ohne mich nicht zu bewegen. Also von daher, das, ich bin sehr gespannt, ob das Ergebnis. Ich glaube, ich weiß auch warum. Bei dir. Also ich war ganze 2 Minuten im Raid. Ja, hallihallo. Also zum einen die Frage: Ist ein Airdrop gekommen? Ich habe keinen gesehen. Nee. Okay, weil ich habe so ein rotes Ding gezündet. Ich wollte ein Geschenk für euch da lassen. Hm. Zum anderen, ja, ich bin natürlich ein bisschen später reingejoint, weil mein PC einfach im vorhergehenden Leben eine Schnecke war. Bin dann gejoint, bin losgerannt, ich hab's hier noch. Ich habe bei Minute 2:2 einen Skeff getötet, bei 2:5 einen Skeff getötet, bei 2:15 einen Skeff getötet und bei 2:20 war ich tot. Da kam nämlich Chris. Ja, ich habe auch erst gedacht, ich bin an so eine Treppe gekommen und habe gehört, da läuft jemand rum und denk mir, scheiße, du hast den High Ground. Und plötzlich sagt's links neben mir, hallihallo. Und du hast auch auf mich geschossen, also sonst hätte ich da, ich hätte gedacht, du wärst oben. Ja, und dann habe ich dir halt einen Lucky Headshot gegeben. Und ich habe aber gerade die Granate gezogen gehabt, deswegen habe ich nicht geschossen, weil ich dachte, du bist weiter links rumgegangen und ich wollte mit Rechtsklick, kann man die ja so kurz werfen, die Granate, einfach nur über diese Barrikade oder über diese Sandsäcke drüber, aber dann warst du auf einmal da und dann, hello. Das Coole war, ich glaube, den Skeff, den du vorher gemacht hast, der hatte eine AK mit so einem richtig coolen Visier drauf. Die habe ich dann an mich genommen und die war ganz geil. Oh, nice. Hab ich gern gemacht. So, das war meine ganze Runde. War beim Kino übrigens. Ja, ich bin richtig happy, mal länger als Minute gelebt zu haben. Also, das war schön. Also sogar fast bis zum Ende war ich dabei. Aber nur fast. Bin gespawnt, habe einen Vierer-Rüstung gefunden. Die habe ich mir dann gegönnt. Und dann habe ich irgendwann Schüsse in der Tiefgarage beim Concordia gehört. Und dann dachte ich mir, alles klar, da gehe ich hin, weil ich habe jetzt eine geile Viererweste. Und, hat geholfen. Ja, habe dann noch vorher einen Skeff gekillt, der mir dann eine Shotgun gegeben hat. Dadurch habe ich mich dann noch mächtiger gefühlt, als sowieso dadurch schon. Dann habe ich gegen Peter gefightet, der mich fast gekillt hätte. Aber leider fast, richtig. Aber du hast mich ziemlich zerfickt. Aber du hast mich komplett gekillt. Damit war meine Runde vorbei. 2 Skeffs habe ich vorher gekillt. Ja, immerhin. Ja. Und dann irgendwann habe ich mich dann fertig geheilt, nach 10 Minuten gefühlt. Und dann kam ein Skeff, der hat mich nochmal niedergeschossen quasi. Dann habe ich mich nochmal geheilt und weiter rumgeschossen. Und dann habe ich gehört, wie über mir plötzlich wieder geschossen wurde. Da war Jules nämlich dann da. Ja. Dann bin ich da oben gegangen, habe gedacht, so alles klar, dann hole ich mir jetzt noch irgendwen, der da noch schießt. Und dann kam Jules und hat mich ziemlich zerfickt. Und dann war ich tot. Ja, das stimmt. Also 5 Punkte bei mir. Was ich nicht verstanden habe, am Ende steht ja da, was du weggemacht hast. Ja. Und ich wusste, ich habe Martin gekillt. Und am Ende stand da aber, ich habe noch einen Bär gekillt. Ja, das war ich. Überhaupt nicht. Wie? Ich bin dir hinterher. Ich habe ja zweimal auf dich geschossen an der U-Bahn-Station, an dem U-Bahn-Eingang. Ja. Du bist dann runtergelaufen. Ja. Ich hab einen Morphinstick gefunden, dachte mir so, alles klar, Junge. Du bist hinterhergekommen. Genau, und du hast die Granate gedroppt. Ich hab die Granate noch hinter mir. Du hast sie einfach fallen lassen, also glaube ich, ein bisschen weiter gerannt. Nice. Kann das sein? Oder irgendwie so auf jeden Fall, ja. Und ich bin da einfach voll, ich bin auch so richtig stylisch, so unten die Treppe runter, steh da so, hallo, Motherfucker, buh! Holy shit. Ey, das ist ja eine mega smarte Strategie, Alter. Wir waren am Pinewood Hotel oben am Underpass, da habe ich, keine Ahnung, da waren unfassbar viele Scavs.
Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal gucken, wo der Exit ist, den kenne ich nicht. Aber jetzt rausgehen wäre ja lame. Also bin ich wieder hochgegangen, habe noch einen Skeff gesehen, habe auf den geschossen. Und irgendwann schrie einer der Skeffs, Granata! Und ich denke mir so, Moment, ich habe doch gar keine geworfen. Und bin ich dann weggerannt. Ich habe dich im Fenster gesehen. Ich war gerade am Ziel. Ich sehe dich im Fenster, ziele und in der Sekunde verschwindest du aus meiner Sicht hinter der Wand links. Ah. Und dann bin ich dir hinterhergelaufen, habe eine Granate geschmissen. Du hast eine Granate geschmissen. Ich bin außen rum gelaufen, schieß zweimal auf dich. Du springst runter. Ich ziehe mir den Morphin. Nimm mir so, den Kampf gewinnst du mit Morphin. Ja, okay. Ja, hättest du auch erzählt. Also, du hast mir den Bauch weggeschossen. Ich bin dann einfach nur noch weggerannt, weil mich dann halt der Sniper-Scaff von gegenüber von der Straße außerhalb, der hat dann auch angefangen auf mich zu schießen. Und da habe ich mir gedacht, fuck it, ich renne hier raus. Und habe die Granate noch fallen gelassen, damit ich extracten kann und. Ach, was? Die habe ich gemacht. Ich habe 12 Scaffs. Nice. Ich habe 7. 7 plus 2 Spieler. Ich habe 8 Scaffs plus 1 Spieler und das war Jay. Das hatten wir ja gerade schon erzählt bekommen. Zwei da. Plus Extract habe ich auch. Ach so. Ja. Ich habe auch extracted. Belastend. Ich habe wirklich extracted. Ich meine, ich habe ja sogar einen Videobeweis. Also ich glaube ich dir nicht. Nee, Jules, glaube ich auch nicht. Du bist Letzter. Datei ist davon gekommen. Ja, dann sonst nur Dritter. Am Schade. Ende hatte ich so, also da ist mir so auf der Kacke Schiff gegangen. Ich war in diesem Concordia drin, möchte mich heilen, auf einmal höre ich noch um die Ecke, da war ich. Und habe einfach innerhalb von anderthalb Minuten fast 5 Scaps gekillt. Gutes Geräusch, können wir das bitte separat machen? Nein, bitte nicht. Schicke ich euch dann ja gerne. Danke, danke. Wo bist denn du rausgegangen, Jules? Ich bin Evacuation Zone, bin ich rausgegangen. Ah, da im Süden. Ah, okay, dann waren wir ja komplett an einer anderen Ecke der Map unterwegs. Ich bin im Underpass hier raus. Ja, aber ich hatte noch kurz beim Extract noch hinter mir Schüsse gehört. Also irgendwie musst du auch noch gegen Ende auf irgendwen geballert haben, oder? Nee, waren wir die Letzten? Nee. Wir waren die letzten beiden eigentlich, nee, ja? Nee, ich war dann ja die ganze Zeit am Ende Underpass. Also das ist genau die andere Ecke. Ich habe Lexos komplett auseinandergenommen. Ich habe das, keine Ahnung, bestimmt von meinen 12 Scaffs 9 Stück drin gemacht. Ach, krass. Aber wie viele Punkte waren das nochmal pro Scaff? 1 Punkt, ne? Ja, genau. Für Spieler 3 Punkte. Zwei. Richtig. Und Extract 5. 13. Okay. 18 habe ich dann, glaube ich. Stark, dann habe ich 15. 16. 7. Warte mal, 7 Scaffs habe ich. Dann plus 6 für 2 Spieler sind 13. Nee, 16. 16 Punkte habe ich dann. Ja, ich habe 16. Also gewinnt Christian. Dann geht's jetzt. Glückwunsch, Christian. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin einfach nur froh, dass ich einfach mal so ein Ding bis zum Ende dabei war. Also das so jetzt nach, weißt du, ja, ich habe auch nice. So kann man einfach mal nicht in der ersten Minute sterben. Legit, ich habe meinen Ofen vor der Aufnahme angemacht, weil ich mir dachte, ey, wenn du nach 2 Minuten tot bist, kannst du dir auch schnell noch ein Brötchen reinwerfen. Ja, krass, aber das ist gut gelaufen für uns, Jules. Das war nice. Oh ja, das war definitiv sehr, sehr nice. Ja, wenn du nice mit Kacke verwechselt hast, stimmt nicht so. Gut, das war's mit EFT für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.